Einen wunderschönen guten Tag, meine süßen kleinen Mausilein. Ja, ich habe euch gefragt, ob ihr Videoideen für mich habt. Und da ihr mir dann den ganzen YouTube-Standard-Kram geschickt habt, dachte ich mir, verpacke ich das alles mal in ein Video, damit das Ganze interessant wird. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Nimm es mit Humor. Der Hilrichs Official hat sich ein neues FIFA-Tutorial von mir gewünscht. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Gut, weil scheinbar viele Leute nicht verstehen, wie FIFA funktioniert, obwohl ich dazu ja schon mal ein Erklärt-Video gemacht habe, sage ich euch jetzt ganz kurz, also bei FIFA müsst ihr halt den einen Ball in das andere Tor bringen. Genau, es funktioniert ganz genauso wie beim Fußball und ich hoffe, dass ihr das jetzt dann auch schafft. Viel Spaß dabei. Okay, das war's. Ihr wisst ja, ich bin so eine der härteren Sorte, deswegen sind mir die meisten Bilder gar nicht mal so peinlich, aber sie sind schon wirklich hart an der Grenze. Damit es auch wirklich so rüberkommt, als wenn das jetzt so ein ganzes peinliches Selfie-Video wird, werde ich mir einfach, einfach ein uraltes iPad nehmen, was schon gar nicht mehr funktioniert und werde halt einfach mal so tun, als wenn ich mir jetzt hier so ultra lustige Selfies angucke, ja, also... Oh shit. Okay, das war zu heavy. Janas Diary unterstrich Fanpage hat sich ein Handbag, What's in my bag Tag gewünscht. Bin ich jetzt noch scharf? Okay, also wie versprochen zeige ich euch jetzt, was sich in meiner Handtasche hier befindet. Ich leg dann einfach mal los. Also ich habe hier einen Schminkbeutel, einen Regenschirm, Deo, Tangle-Teaser, Lippenstifte, Lippenbalsam, Lippenpflege, da war es ein Kalender, Kassenbon und Haargummi. Ja, gut, dann war es das dann. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich in dieser Handtasche gar kein Portemonnaie habe. Das liegt in der Küche, weil ich heute Morgen Brötchen geholt habe. Apropos Essen, machen wir mal direkt weiter, weil Merl-EES hat sich ein Food Diary gewünscht und deswegen ja, passt das jetzt zum Thema Brötchen. Das ist mein Food Diary, das ist mein Mittag- und Abendessen zugleich. Ziemlich fetter Salat, das war's. Weil Vanessa-Brunnerova, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, mich quasi dazu angefleht hat, nicht diese Standardtext zu machen, kam dann natürlich OliXOXO93 mit seinem What's in my BH-Tag-Wunsch genau richtig. In meinem BH befindet sich Nutella-Glas, ne, für unterwegs. Mein BH ist ein bisschen tief. Dann natürlich einen großen Löffel, damit man natürlich aus dem Nutella-Glas auch essen kann. Ja, genau. Also eine Serviette habe ich halt auch immer in meinem BH, damit ich mir den Mund abputzen kann, wenn halt das Nutella, damit ich also falls ich gekleckert habe und so. Schokolade. Und zwar eigentlich eine, die ich gar nicht mag, aber ist ja gar nicht schlimm. YOLO. Und ich weiß ganz sicher, dass es sich noch dort befinden muss. Und zwar ganz genau. Da haben wir die Haribos, die halt einfach mal zur Abwechslung zum ganzen schokigen Süßkram. Das war's dann auch. Auch schon. Weil wir natürlich auch gleich weiter weg wollen von den Standardtext, hat sich der Serkan-Urfahr, liebe Grüße übrigens an dich an dieser Stelle, dann passend dazu den Kühlschrank-Tag, also What's in my Kühlschrank, genau, den What's in my Kühlschrank-Tag gewünscht. Das ist halt mein Kühlschrank, stehen halt so, also da sind so ein Konzertkarton und so Zettel und so, naja, aber es geht ja darum, was da drin ist, ne? Dann hier haben wir so Pepperoni, dann haben wir Heidelbeeren, Katzenfutter und Hundefutter, Feta, Artischocken, Mais, noch mehr Katzenfutter, Marmelade, Oliven, mag ich gar nicht, aber YOLO, Sojajoghurt, Tomatenmark. Hier unten ist halt so Gemüse, ne? Habe ich immer am Start, so Salat und Gurke, Mandelmilch, Hafermilch, so diesen Smoothie, den finden alle eklig, ich finde den geil. Sprühsahne, Leinöl. Das war's. Zurück zum wahren Leben, zurück zu den wahren Tags. Okay, ich kann auch mit beiden Händen sprechen, ich hatte gerade mein Handy in der Hand, deswegen. Zurück zu den wahren Tags. Deswegen hat die Sammy-4505 sich eine Haarroutine gewünscht und deswegen könnt ihr jetzt auch mal sehen, wie ich meine Haare so pflege. Also was ganz wichtig ist bei eurer Haarroutine ist Shampoo. Also Shampoo finde ich sehr wichtig. Zurzeit benutze ich halt das von Dove. Dazu habe ich dann auch die passende Spülung und die mache ich dann halt mit so einem Duschtangle-Teaser. Masse ich das immer so halt in die Haare so rein. Nach dem Duschen, ganz wichtig, benutze ich dann so ein Feuchtigkeitsding, weil meine Haare immer so trocken werden. Das habe ich von Icon, das habe ich bei meinem Friseur gekauft. Ja, Preise weiß ich jetzt alle nicht mehr. Ich habe leider den Kassenbon nicht aufgehoben, aber soll ja auch kein Haul sein. Das Ganze massiere ich dann mit einem normalen Tangle-Teaser ein und dann benutze ich, wenn ich mir die Haare glätte, halt von Tony and Guy so ein Prep Heat Protection Mist. Mist? Das war's. Wir hatten ja schon den Kühlschrank-Tag, aber weil wir natürlich auch ernsthaft bleiben wollen, möchte ich natürlich euch jetzt auch noch meinen Kleiderschrank-Tag mit einbeziehen, den sich nämlich die Natalie Loves 777 gewünscht hat. Das hier, meine lieben Freunde, ist mein Kleiderschrank, wie er leibt und lebt.
größer als ich. Blusen und Kleider, Hosen, Pullis und T-Shirts und Röcke. Das war's. Das Video wird bestimmt zu lang, wenn ich jetzt noch mehr Tags einbringe. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt das Video einfach mal zu beenden und hoffe, dass ihr mich natürlich weiterhin fleißig abonniert, dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video sehen und dann wünsche ich euch jetzt bis dahin noch einen schönen Tag und sage bis dahin. Tschüssi!